Ach, schau, Peter, wenn das die Batteriestandsanzeige ist, dann ist aber gleich das rote Lämpchen aus, ne? Könnte aber auch eine Bombe sein. Könnte sein, vor allem in einem Splinter Cell-Spiel, wo man ja gegen den Terrorismus kämpft. Und ich glaube, die Lösung kommt auch gleich. Doch, eine Bombe. Dann haben wir auch endlich den Terrorismus und haben einen Grund, ihn zu bekämpfen und ein Splinter Cell durchzuspielen. Ja, den bräuchte man jetzt bei dem Blacklist nicht unbedingt, denn das Spiel ist auch überraschend gut. Also die Story ist da eher der geringste Faktor, dass man unbedingt das durchspielen will. Denn die hat zwar diese, ich sag mal, 24-Stimmung, also Jack Bauer auf Steroiden quasi, aber sie ist dann halt doch schon ein bisschen arg klischeehaft. Also, das Story-Vehikel ist angesprungen. Wir spielen mal wieder Sam Fisher, den graumelierten Überagenten, schleichen, halten uns im Schatten, nutzen ein Deckungssystem, haben nach wie vor, wie im Xbox-Vorgänger, die Mark-and-Execute-Funktion. Das heißt, man kann sehr schnell einen Raum säubern und dann zieht man los. Wohin denn eigentlich? Ja, um die ganze Welt, denn eine Terrororganisation, die ja mal irgendwie aus dem Nichts wiederkommt, wie das halt so ist, hat bedroht die USA und hat jetzt die Blacklist eingeführt, das ist eine Reihe von Anschlägen und Sam muss eben mit seinem Team hier versuchen, die zu verhindern. Und jetzt sieht ihr das. Das ist alles recht cineastisch, wird das präsentiert, das ist schon ganz in Ordnung. Es ist nicht Letztendlich verschlägt es sich dann wahrscheinlich in Einsätze. Beschreib doch mal, wie die grob ablaufen, welche Möglichkeiten du hast und was einen denn eigentlich erwartet. Blacklist ist eigentlich ein Splinter Cell, wie man es kennt und liebt. Also es orientiert sich sehr, sehr, sehr stark an den ersten drei Teilen bis Chaos Theory. Das heißt, man hat wieder das Nachtsichtgerät, man muss vorsichtig vorgehen, man kann Leichen verstecken, man kann Leute auch nur bewusstlos schlagen, man muss sie nicht umbringen, was super ist. Und ja, es gibt halt verschiedenste Missionsziele. Manchmal einem muss man eine Bombe entschärfen, dann Geiseln retten oder einen bestimmten Bösewicht ausschalten. Und die Levels dabei sind sehr, sehr groß und sie bieten sehr viele verschiedene Wege, ans Ziel zu kommen, was mir sehr gut gefallen hat. Ah, da sieht man, wie man eine Leiche verschwinden lässt. Ja, den Müll rausbringen, das muss auch mal sein. Lohnt es sich denn, behutsam vorzugehen und keine Alarme auszulösen? Bringt das dem Spieler was? Auf jeden Fall, das Spiel belohnt einen sehr, sehr stark dafür, zu ghosten, wie es da genannt wird. Also ungesehen durch die Levels zu kommen und gar keine Gegner anzugreifen. Und dafür kriegt man eben Punkte, dadurch kriegt man dann wieder Geld und mit dem Geld kann man dann seine Ausrüstung verbessern. Zum Beispiel eine neue Brille, also eine neue Nachtsichtbrille, nicht eine normale Mehr Brille. Dioptrien. Und den Anzug verbessern, eben, dass man noch besser schleichen kann. Neue Waffen, zum Beispiel eine Armbrust. Also da gibt es sehr, sehr viele Sachen und diese Upgrade-Mechanik motiviert auch sehr stark. Sam hat natürlich wieder jede Menge technische Gadgets. Das reicht von so einem Taser, der nahe Gegner betäubt, bis hin zu Gasgranaten oder hier hatten wir gerade gesehen den Geräuscheverursacher, mit dem man Gegner ablenken kann. Gibt es denn auch Momente, wo er improvisieren muss? Der Vorgänger, der ist ja nur für Xbox 360 erschienen, drehte sich ja darum, dass Sam auf der Flucht ist und ihm keine Gadgets zunächst zur Verfügung stehen. Ja, das im Prinzip haben die Entwickler jetzt einfach über Bord geworfen. Also Sam hat immer seinen Anzug bis auf, ich glaube, zwei Missionen, wo er mal kurz ganz ohne Gadgets auskommen muss, aber meistens hat er eben seine ganze Ausrüstung wie in den ersten drei Spielen. Das war, glaube ich, auch ein Wunsch der Fans, jetzt einfach sich immer wie so ein Superspion zu fühlen. Aber wie schaffen es die Entwickler dann Abwechslung ins Spiel zu bringen? Denn wenn ich mich einmal eingeschossen habe, in Anführungszeichen, auf meine Lieblingsvorgehensweise, wie bringt mich das Spiel dazu, mal was Neues zu versuchen? Ja, vor allem durch das Leveldesign und die Gegner, die einem eben gegenüberstehen. Es gibt zum Beispiel irgendwelche Heavies, die kann man nicht einfach so umhauen, sondern da muss man eben von hinten ihnen eins auf die Mütze geben. Oder es gibt Gegner hier, wie wir hier sehen, die haben selber Nachtsichtgeräte. Also da wird es einem schon recht schwer gemacht. Es gibt auch vier Schwierigkeitsgrade. Wer eine Herausforderung will, hat da eigentlich genug. Und jetzt sehen wir gerade eine Sache, die bei Blacklist ganz und gar nicht gelungen ist. Denn aus irgendeinem Grund hatten die Entwickler die Idee, eine Ego-Shooter-Szene einzubauen. Jetzt muss man sagen, das dauert nur 10 Minuten, die ist sofort wieder vorbei. Aber das hat einfach in einem Schleichspiel nichts zu suchen. Gar nichts.
Sieht auch wie ein völlig anderes Spiel aus plötzlich. Ich habe gedacht, stimmen denn die Szenen für einen Moment? Man erkennt den Splinter Cell-Look nicht mehr, ohne dass da ein Typ vor einem rumkriecht mit den drei grünen Punkten. Das stimmt. Das hat man natürlich auch im Mehrspielmodus, den wir jetzt sehen. Da gibt es hier den Spice vs. Mercs-Modus, den man aus den Vorgängern kennt. Da kämpft dann eben eine Gruppe von Spionen gegen mehrere Söldner. Die Söldner agieren aus der Ego-Perspektive und die Spione eben wie Sam Fisher. Da gibt es verschiedene Modi. Einmal muss man Stationen hacken und anders mal müssen die Söldner Informationen beschaffen. Die Spione versuchen das zu verhindern. Und dieser Modus ist wirklich, wirklich gut. Es ist eine asymmetrische Spielvariante. Das heißt, die beiden Teams haben sehr, sehr unterschiedliche Fähigkeiten. Dadurch wirkt es am Anfang fast ein bisschen unfair, weil die Spione halt durch Wände gucken können und die Gegner im Nahkampf mit einem Tastendruck umhauen. Aber nach und nach entpuppt sie es halt als sehr, sehr spannender Modus und sehr abwechslungsreiche Sache. Ich nehme an, die Söldner sind dann stärker, wenn sie wissen, wo die Spione sind und auf Entfernung. Ja, und vor allem, wenn sie eben im Team arbeiten und die verschiedenen Wege gut absichern. Und da geht es wirklich um Kommunikation. Also ohne Headset sollte man das Ding eigentlich nicht spielen. Ja, hoffentlich werde ich da nicht bloß wieder mit Franzosen und Spaniern verbunden. Da reichen meine Sprachkenntnisse nicht aus. Tja, und dein Gesamtfazit? Ist es das erhoffte richtig gute Splinter Cell oder gibt es Grund zur Klage? Ich war sehr überrascht davon, wie stark sich das Spiel einfach an Chaos Theory und den Vorgängern orientiert. Conviction, das war ja der Xbox-Vorgänger und der auch für den PC erschien, der spielt da fast kaum noch eine Rolle. Es geht nur noch um die Steuerung, die haben sie übernommen, aber den Rest haben sie sich wirklich Gedanken gemacht, wie machen wir ein wirklich gutes, altmodisches Splinter Cell mit Schleichen, mit keinem Fokus auf Kämpfe und so weiter, mit vielen Gadgets. Und vor allem das Leveldesign ist eben eine ganz große Stärke des Spiels. Und ich hatte sehr, sehr viel Spaß damit. Das einzige Problem ist, es gibt ab und zu eben wie diese Ego-Shooter-Szene, die wir da vorhin gesehen haben. Manchmal gibt es Situationen, wo man die Gegner eben unbedingt ausschalten muss. Und man kann eben nicht komplett durchschleichen. Ja, aber das ist ja dann Jammern auf hohem Niveau. Allerdings. Reduzieren Geschwindigkeit. Und 3, 2, 1, los, 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 los!